Okay, Kettensäge und B2-Brüller für viel Geld. Hier verschwenden wir die Mini-Atombomben nicht und benutzen die wirklich nur für den B2-Brüller. Weil der B2-Brüller ist eine kleine Fußbombe. Ich wollte ein Schimpfwort sagen und hab's dann zum Schluss auch anders überlegt. Okay, ich mach's wieder anders. Ich benutze die zwei Hände wieder, aber in meiner alten... Bin ich ein Vollidiot? Okay, ihr müsst nicht beantworten. Aber, eine alte Strategie. Und sie heißt... Zeigefinger auf die Kreistaste. Klingt nach einer tollen Strategie, oder? Okay, das war schon mit ihm. Okay, nichts verschwenden. Nichts verschwenden. Ah, warte. Zeigefinger wieder. Ah. Viel zu viele Kabels. Au. Wieso verliere ich auf so dumme Art und Weise meine Leben? Warum? Ich Vollidiot. Alter, wenn ich hier sterbe, sterbe ich aus Dummheit und nicht, weil die mich so oft treffen. Fuck. Fuck. Großes Problem. Großes Problem. Nicht für einen Lancer geben. Oh, ich habe nicht mehr so viel Leben, dass ich es mir leisten kann, so dumm zu sein, wie ich es bis jetzt war. Okay, er ist down. Da hinten ist mehr Munition. Bitte. Nein, nicht Lancer. Ein Schuss. Nein. Oh. Das war eine fucking Challenge. Und das nur, weil ich dumm bin. Und nicht, weil es schwer war. Und wieso übersteuere ich plötzlich? Ich gucke gerade drüber zur Audacity und plötzlich bin ich beim Übersteuern. Mache ich die ganze Zeit schon? Warte mal, ich mache mich minimal leiser. So. Ah, jetzt ist es plötzlich ganz anders. Ach, egal. Geld bekommen. Ausdauerherausforderung. Komm, wir machen so viele, wie wir können. Und dann höre ich gleich mit Aufnahme auf. Zack. Okay. Weiter dich aufleveln. So gut ich kann. Zack. Ich habe eh den B2-Brüller und die Kettensäge zum Schluss gekillt mit dieser Waffe. Wenn ich mich recht entsinne. Kommt her. Oh, die haben auch schon eigentlich ziemlich gut hochgelevelt, die Waffe. Wenn ich darauf gucke gerade. Vielleicht schaffen wir das ja recht weit jetzt. Hochleveln werden wir sie sicher erst in Metropolis. Ich glaube, Metropolis war der nächste Planet. Oder so hört es nach. Keine Ahnung. Au! Ich habe auch gesagt und wurde nicht getroffen. Das ist... Alter, ich bin Hellseher. Glaubt ihr Rassisten, die denken, dass halt... Menschen mit schwarzen Haut, ich nenne sie mal ganz kurz so, halt denken, dass die keine richtigen Menschen sind, sind Hellseher. Versteht ihr wegen Heller? Ach, egal. 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 Gib mir mehr Muni! Die Dinger hier verfolgen mich, ich brauche Munition. Wow, wow. Ah, danke. Schön, dass ihr es brecht, wenn ich vorbeirenne, während ich meine Stirn kratzen. Manchen tun, machen. Was habe ich manchen gesagt? Und wie bist du gerade gestorben? Der Kerl ist einfach gegen eine Mauer gerannt und dachte so, yo, ich bin jetzt down. Was halt so sterbende Lebewesen und Roboter zu denken. Ne? Wow. So, yo. Sup, my dude. Ich bin jetzt am Sterbseln. Ich möchte, also wenn ich irgendwann sterbe, in nächster Zeit, und jemand diese Aufnahme findet, bitte schreib auf meinen Grabstein hinauf. Oh nein, ich bin gesterbselt. Oh, ich fände das lustig. Also, jetzt so hinzudenken wäre es lustig. Logisch wäre es wahrscheinlich etwas uncool für die Menschen, die mich mögen und so. Falls es die gibt. Ich glaube, die würden ein wenig dann denken, ja, wir sind am fucking Leiden. Und der Kerl, das Arschloch da, macht sich lustig drüber.
Also ich mache mich logisch nicht lustig darüber, aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die traurig sind, dass sich dann so hinreden. Egal. Ich gehe viel zu viel in dumme Geschichten ein. Habe ich aber immer schon getan. Gott sei Dank. Also ich kenne so ein Problem, wo man halt so sagt, yo, ich kann Fantasie und Reality nicht unterscheiden. Gott sei Dank habe ich das nicht. Ach meine Güte, das war ekelhaft. Nicht wahr, Moritz? Ja. Okay. Hab ich jetzt ernsthaft Damage bekommen in der vollen Version Bullshit? Ich frage mich, was man für... Wow. Ich frage mich, was man hier für Skillpunkte bekommen kann. Ah ja, und als Bonusinfo, weil ich anscheinend Vollidiot bin. Bei Ratchet & Clank 1 habe ich danach noch geguckt. Nach dem Let's Play. Es steht nirgends im Bonus, wie man die bekommt, die Skillpunkte. Es steht nur der Name dabei. Und ich glaube, wo... Hatte mich recht im Sinne, wo man den bekommt. Und ich weiß nicht, wieso ich das dachte. Und ich weiß auch nicht... Weil irgendwie gefühlt ist es immer noch so, aber ich habe das jetzt halt... Ich habe es dann gesehen. Ich war mir so verdammt sicher, dass da dann steht so, ja, tu das und das, um das da zu bekommen. Aber ich habe mich wohl geirrt. Ich habe mich wohl geirrt. Sieger! Ultimative Herausforderung. Komm, die machen wir noch. Wir brauchen eh keine Munition. Zack! Boom. Lol. Pff. Sind die gerade ernsthaft runtergefallen? Bei Arena-Kämpfen. Die sind erst seit diesem Spiel drinnen, also Ratchet & Clank 2. Im Einzel gab es ja keine richtigen Arena-Kämpfe. Man konnte ganz kurz angucken, wie whatever. Wie auch immer die hießen. Schreib's hier hin in violetter schöner Schrift und dann lass es so. Mach eine coole Animation draus. Also, das ist so. Um sich selbst drehen. So, aber senkrecht. Einfach senkrecht um sich selbst. Ach, egal. Du weißt, was ich meine, Zukunftsserien. Egal, ich gebe mir da wieder Aufgaben. Da gab es diesen Kampf, den man angucken konnte zwischen denen und den Schleimkerlen da, die Schleime beseitigen. Zack. Okay. Jetzt kommst du ran. Ich weiß nicht, ob wir den gleich killen müssen oder nicht, aber... Oder ob er jetzt nur herkommt, wir machen den Damage... Er haut ab. Oh, warte. Alte Strategie wieder. Zack. Nicht umdrehen, bitte. Jetzt sind da gar keine Zeugs da. Ventilatoren-Dinger, die mir Damage machen. Okay. Der Angriff ist angenehm von ihm. Man muss sich nicht viel bewegen. Ab dem Spiel sind Arena-Kämpfe dazugekommen. Und man muss immer auf die Sprüche achten von denen. Weil die sind oft Comedy Gold. Zumindest Ratchet & Clank 3 und Gladiator. Bei den beiden zumindest ist es wirklich genial. Mit geilen Sprüchen. Am meisten Gladiator. Gladiator fand ich am lustigsten. Bei Gladiator gab es zum Beispiel so tolle Sprüche. Au! Tolle Sprüche wie... Wow. Warte, ich hole mir erst Munition, bevor ich alles weiter töte. Ihr könntet stören. Zack. Sprüche wie... Au! Wie war das? Sorry, warte. Mach das nicht zu Hause nach. Geht lieber zu einem Freund. Das ist sowas. Oder halt. Ich hätte den Job bei Zerstörer deiner Welt annehmen sollen. Da kriegt man viel Urlaubsgeld. Keine Ahnung, ich finde das lustig. Zerstörer deiner Welt ist die Arena in Ratchet & Clank 3. Als Bonusinformation. So, und die da hinten sind sehr langsam. Kann ich dabei wieder neue Munition holen. Bevor dann der B2-Brüller kommt irgendwann. Ich habe gar keinen Bock auf den B2-Brüller. Ich hasse den Kerl so sehr. Und so hart. Und so fest. Und so warm. Und so feucht. Ach, egal. Zack. 10 Runden, also 10. Runde. Von 16. Nicht einfach weghupfen, genau wenn ich schieße. Zack. Gangster. B2-Brüller. Sorry, mega konzentriert. Ich habe keinen Bock getroffen zu werden von dem Wichser.
Und was sind die letzten Runden dann? Denn das ist doch die ultimative. Au! 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 Nur noch dein Leben! Nur weil ich den mit dem da killen wollte. Ach, sind es nur noch 5 normale Runden? Das wäre angenehm. Bitte sag, dass nicht nochmal irgendwie der B2-Brüller oder sowas dann kommt. Ich habe keinen Bock, nochmal den B2-Brüller killen zu müssen. Bossfeind in Ratchet & Clank 3 dann bei Zerstörer deiner Welt ist viel einfacher. Die sind einiges einfacher. Bei Gladiator haben sie halt die Arena-Kämpfe auf ein ganz anderes Level gebracht, weil so ziemlich jede zweite Map zum Arena-Kampf wird. Beziehungsweise gibt es halt verdammt viele Arena-Kämpfe. Zusammengefasst einfach viele. Okay, wir sind hier bei 14 von 16. Mit 2 Leben. Nochmal! Nein! Genau das habe ich mir nicht erhofft. Nein, das ist schlecht. Oh, bitte sag nicht nochmal. Wenn noch einmal der B2-Brüller kommt, bin ich down. Ah, diesmal mit den Ventilatoren. Lass ihn hierher laufen. Hopp. Ah. Nein! Ich weiß, ich gehe das gerade sehr dumm an. Ich habe wenig Leben. Fuck, ich habe so keine Munition. Okay, während er... Rennt er mir jetzt die ganze Zeit her oder schießt er auf mich? Okay, da rennt mir jetzt her. Hinterher. Ich hole jetzt so viel Munition, wie ich nur holen kann. Ich brauche Mini-Atombomben mal 1000. Ich habe Angst. Das hätte nicht passieren sollen. Fuck, ich darf nur noch einmal gedrückt. Shit. Das Problem ist, wenn ich jetzt sterbe, darf ich nochmal alles machen. Ah! Ich dachte, ich wäre tot gerade. Okay, ich habe wieder kurze Zeit. Das ist die ganze Munition, die ich jetzt, glaube ich, hier kriegen kann. Von. Ich darf einmal getroffen werden, überhaupt noch. Okay. Gleich bereit machen. Auf dem B2-Brüller. Plus Gegner! Fuck. Okay. Ich konzentriere mich. Nein! Wähle einen Kampf. Das war der dümmste Fehler, den ich hätte machen können. Nein, nicht wirklich. Oh, nein, nicht kaufen. Oh, das tut dem Herzen weh. Ah, ich mach den in der nächsten Aufnahmesession. Ach du meine Güte, das tut weh. Ah, nein, ey, nein. Verdammt uncool. Oh. Na gut. Oh. Obwohl, ja, ich mach die hier noch. Sorry, wenn ich schon Ciao gesagt habe. Ich mach noch ganz schnell das hier und gehe zum Schiff rüber und dann ist es aus. Okay, wir müssen schauen, dass die immer durch diese Dinger durchgehen. Wenn die schief rangelegt sind zu dem Pünktchen, also diese kleinen Dinger hier, dann ist es aus und man darf wieder von neu anfangen. So. Also man muss Brücken bilden, einfach zusammengefasst. Wir schauen noch ganz schnell weiter zum Schiff zu kommen und danach beende ich's. Stirbt man, wenn ich da runterspringe? Ich will es nicht testen. Okay. Lalalala. Cutscene in 3, 2, 1 und... Das wäre ein schönes Mitbringsel für Clank. Ja! Hey! Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Geh sofort zurück in deine eigene Galaxie. Oder das hier steht dir bevor. Oder das hier steht dir bevor. Leb wohl. Oh. Yay. Okay, wir können jetzt zu Endaku. Zack. Das ist ein Planet, wo wir weiter könnten. Aber ich will halt logisch schauen, dass das eine mit den eine Station da, Störsender-Zeugs, funktioniert.
Ich habe keinen Bock, dass jetzt hier Sachen fehlen, weil der Emulator spinnt oder sowas. Ich werde ein paar Sachen danach ausprobieren, wie ich das zum Laufen bringen könnte. Und ihr werdet schon sehen. Irgendwie werde ich schon zusammenbekommen. Im schlimmsten Fall wird halt das Let's Play mal pausiert. Ratchet & Clank 3 wahrscheinlich gespielt oder sowas. Bis ich dann das gefixt habe oder die PS3 habe. Und ja. Na gut, wir sehen uns das nächste Mal. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Aufnahmen beenden soll. Deswegen, ciao.